Die ersten Eisenbahnen sahen aus wie 20 Kutschen hintereinander gehängt, weil die Leute einfach noch nicht gedacht haben, was Eisenbahn sein kann. Das, denke ich, haben wir gerade auch bei der Digitalisierung, haben wir eigentlich seit Jahrzehnten bei der Digitalisierung. Es wird versucht, alte Formate jetzt irgendwie digital zu machen, aber es werden nicht die Chancen des Mediums benutzt. Ich betrachte das, was ich mache, so als Experiment, vielleicht so eine Eisbrecherfunktion, um überhaupt mal festzustellen, was denn geht. Das ist ja die große Frage ganz am Anfang. Was kann ich machen? Wie mache ich das? Wie mache ich das möglichst effizient? Die YouTube-Videos, mit denen ich angefangen habe, orientieren sich natürlich am klassischen Curriculum. Ich bin an die Modulbeschreibung gebunden. Ich bin daran gebunden, dass Physik anderswo stattfindet und dass die Elektrotechnik anderswo stattfindet und die Chemie. Das ist schwierig, alles durcheinander zu bringen. Bei Udacity habe ich die Freiheit gehabt, einfach mal zu machen, was mir sinnvoll erscheint und was Udacity für sinnvoll hält auch. Da haben wir einfach gesagt, wir vergessen alle möglichen klassischen Curricula. Wir wollen für Leute, die irgendwo in der Informatik tätig sind, für solche Leute wollen wir erklären, wie Simulationen mithilfe von Differentialgleichungen gehen. Das wird klassischerweise unterrichtet, indem man mit den Bestandteilen anfängt. Man erklärt, was eine Differentialgleichung ist. Man erklärt, wie sie gelöst wird. In der Mathematik dann ganz üblicherweise Definition, Satz, Beweis, bis alle Leute völlig abgehängt sind vor lauter Abstraktion. Und irgendwann ganz am Ende, letztes Kapitel des Buchs, wenn man Glück hat, gibt es mal eine Anwendung, in Anführungszeichen dann auch nur eine Anwendung. Und nach Diskussion mit Udacity, das war ein sehr interaktiver Prozess dann, das zu entwickeln, das Curriculum, haben das eben komplett vom Kopf auf die Füße oder umgekehrt gestellt und gesagt, okay, wir machen Anwendungen. Es geht darum, Apollo 13 zu retten. Oder es geht darum, wie viele Fische kann ich fangen, ohne das Meer zu überfischen. Oder es geht darum, vorherzusagen, wie sich ein Waldbrand ausbreitet. Und von da aus starten wir und entwickeln die Mathematik und die Informatik. Wir fangen nicht bei der Mathematik und der Informatik an, sondern wir fangen beim realen Problem an. Und jede Einheit ist dann so ein solches reales Problem. Insofern haben wir das Curriculum an der Stelle einmal durch den Wolf gemangelt. Kann man so nicht sagen, haben wir das Curriculum einmal durchgemöllert an der Stelle und es komplett mal neu aufgesetzt. Wir sind, glaube ich, noch viel zu sehr am Experimentieren, als dass wir jetzt schon die ganz großen Geschichten bauen sollten. Wobei ich eben auch glaube, dass die ganz großen Geschichten zu groß sind, die großen Kurse zu groß sind. Also ich würde lieber im Kleinen anfangen zu experimentieren. Mal 5 Minuten Bruchrechnen erklären. Wie kommt das bei den eigenen Studentinnen und Studenten an? Oder mal 5 Minuten... vielleicht nicht gerade nur Bruchrechnung, sondern auch von mir aus den Krümmungstensor erklären in 10 Minuten. Wie kommt das an? Wie kann man das aufbereiten? Und dann wirklich ausprobieren, ob das funktioniert. Wie viel ist davon noch nach einer Woche da? Wie viel ist davon noch nach 2 Wochen da? Nicht sofort die großen Formate bauen. Ich glaube, das Geld ist nicht gut investiert. Dann. Top-down oder bottom-up? Ich glaube, an den Hochschulen geht sehr wenig top-down. Das wird versickern, wenn man versucht, sowas zu verordnen. Dann wird man versuchen, von der Basis her den Bestimmungen gerecht zu werden, aber eigentlich nicht wirklich das zu tun, was da verordnet wird. Bottom-up ist, glaube ich, das Einzige, was funktioniert. Ich weiß nicht, ob mein Modell wirklich funktioniert und ob mein Modell erstrebenswert ist. Das grenzt schon an Selbstausbeutung, sich also hinzusetzen und dann irgendwann abends noch irgendwelche Videos zu schneiden. Das kann es auch nicht sein. Es muss nicht jeder diese Materialien produzieren. Ich finde ja sowieso, dass die Materialien als solches nicht das Zentrum sind. Wichtig ist die persönliche Betreuung. Also worauf man hinauskommen kann zum Schluss ist, dass an einigen Stellen Material produziert wird und dass die anderen dieses Material benutzen und viel mehr Arbeit dann reinstecken in die Betreuung vor Ort, statt zum 1000. Mal ein Video zu machen über die Ableitung. Die Videoclips sind sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Die sind vor allen Dingen auch nur frontal. Es ist ja weiterhin einfach frontal erklärt. Auch wenn ich mich bemühe, dann das eben besonders gut frontal zu erklären, aber es ist frontal erklärt. Es kommt nicht allzu viel an. Deshalb brauche ich ja auch den Inverted Classroom, wenn ich dann durch die Reihen gehe und über die Schultern gucke, bin ich doch manchmal, wie soll ich das nennen, sehr erstaunt, wie wenig von solchen Videos ankommt. Ich sage meinen Studentinnen und Studenten, ja, sie sollen meine Lückentextskripte ausfüllen, während sie die Videos gucken. Und das machen die Damen und Herren dann auch. Und trotzdem gibt es ganz, ganz große Lücken dann. Also so ein Video anzugucken und selbst wenn man die wichtigsten mathematischen
Formeln aufschreibt und wenn man noch die wichtigsten Diagramme mitmalt, selbst wenn man das macht, ist im Hirn ganz, ganz wenig angekommen. Man kann es noch nicht einsetzen. Insofern muss man sehr vorsichtig sein mit der Einschätzung von den Videos. Die sind ein ganz kleiner Schritt. Das Wichtigere ist, diese Materialien als Lernender in die Hand zu nehmen und wirklich die Finger schmutzig zu machen, sich die Finger schmutzig zu machen, zu denken, zu arbeiten und das unter Betreuung dann auch noch. Man braucht an ganz vielen Stellen eben jemanden, der einen sagt, Vorsicht, da, diese Wurzel geht so nicht und so weiter. Da gibt es so viele Klippen, an denen man zu leicht hängen bleibt, wenn man alleine vor so einem Video sitzt zum Beispiel. Also die Videos sind nur ein ganz kleines Stückchen. Trotzdem scheinen die an vielen Stellen zu helfen. Ich kriege ja eben ganz viele Kommentare auf YouTube von Leuten, die sagen, Dankeschön, du hast mein Studium gerettet oder du hast mein Abitur gerettet. Solche Sachen stehen dann da, weil offensichtlich an vielen Stellen in Deutschland Mathematik extrem schlecht erklärt wird.